Die Wüste Ranel. Sowas vom Furztrocken, das hat die Welt noch nicht gesehen, hey. Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword Hero Mode. Im 3-Herz-Form mittlerweile. Ihr seht schon, in letzter Zeit immer nur mit 3 Herzen unterwegs. Das darf ich wohl nicht wahr sein, ey. Naja, irgendwie, ne, so Fehlkönig-lastig, ja. Michael kennt ihr ja. Naja, was soll's. In der letzten Folge hatten wir noch ein bisschen mit, Gesprächsthemen mit The Wind Waker und HD zu tun, was bald erscheinen soll für die Wii U. Und jetzt machen wir einfach mal so weiter mit Wii U allgemein, aber natürlich auch mit Zelda, etc. etc. Davon sind wir noch ein Artefakt der Göttin, genauso heißen die Teile hier. Aber das interessiert uns noch nicht. Ich überlege gerade, ach du Kacke, da ist so ein Bombenvogel. Hallo Bombenvogel, Bombs away! Ja, genau. Irgendwie hier hat es doch noch so Sandzikaden, die brauche ich dringend für Herztränke oder sonstiges Zeug. Hallo? Hallo? Sandzikaden? Ich höre auch nichts. Vielen Dank auch, dämlicher Vogel! Alter, wieso muss ich deine Kacke immer auf meinen Kopf ablassen? Ich fahre noch so blöd. Naja, was soll's. Okay, Sanzikan hat ja keine Bourgeois, je ne sais pas. Oh ne, jetzt komme ich schon mal in Französisch, ey, muss das sein. So, hallo, Schnecki. Schnecki? Hallo? Ja, mit dir spreche ich. Alter, komm her. Geht doch. Kacke. Hasta la vista, Baby. Alter, ist unser Himmelstrahl stark. Nicht von schlechten Eltern, muss ich mal so sagen. Gut. Ja, nach Kürzung ist es ein bisschen mühsam hier, nicht wahr? Ach du Scheiße, da vorne ist schon wieder so ein Artefakt der Göttin. Und ich weiß gerade nicht mehr. Oh nein, nein. Ich Trottel, ich bin so ein Trottel, ich bin ein Trottel. Ah, geht doch. Glück gehabt. Daneben. Das war unfair. Wieso unfair? Ich zocke hier mit 6 Herzen, hallo? So. Ameise. Oh nein, ich habe einen gekillt. Ich habe eine Ameise gekillt. Alter, ich habe immer so ein dämliches Geräusch auf den Ohren. Aber ich hoffe, das hängt bei mir mit den Boxen zusammen und nicht irgendwie da mit der Aufnahme. Das wäre ein bisschen assi. Hallo? Ah, da. Hallo? Wo gehst du hin? Ja, das gibt's doch hin. Das war knapp. Okay, die Ameisen wollen nicht gefangen werden. Da vorne ist so ein Artefakt der Göttin. Wo habe ich jetzt meine Liste? Ah, vor mir liegen. Mann, bin ich clever. Die Liste, mit den Artefakten, die ich einsammeln darf und welche nicht, wegen den Herzteilen. Kann mal gucken, das ist eine Herzmedaille. Na, guck sich das mal einer an. Ja, Leute, wenn wir dieses Artefakt der Göttin davon aktivieren würden, würde eine Truhe mit einer Herzmedaille erscheinen. Moment mal kurz, da gerade. Ach ja, stimmt, die spawnen ja wieder mit der Zeit. Genau. Hallo? Was wäre, wenn es fertig ist? Ist der doof. So, schon der nächste Platt. Herzmedaillen, genau, die gibt es ja hier auch im Heldenmodus und sind die einzige Möglichkeit, um an frische Herzen zu gelangen, weil sonst geht's ja nicht. Alter, da kann... Willst du mich verarschen, Mann? Das klappt sonst so gut. Und tschüss. Na super, jetzt müssen wir auf den nächsten Steckentransport warten. Hallo, du da. Du hast milligen Plätzen, komm rüber. Hast du nie gesprochen? Ja. Ja, das gibt's nicht. Moment mal. Moment, das könnte klappen. Wäre zwar ziemlich tricky, aber es müsste klappen. Wehe, Link, das klappt nicht. Wehe, das klappt nicht. Geht doch. Du bist ein braver Link. So, jetzt klappt das auch. Komm schon, Link. Nein, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Was machst du mit mir, Michael? Ja, ist schon gut, Link. Ich erinnere mich doch wieder. Ich erinnere mich doch. Ja, ich krieg dich. Jetzt will ich keine drauf annehmen. Er hat ihn schon gewettet. Na, ich sicher nicht. Das müsste theoretisch reichen. Komm schon, Link. Komm schon. Tu es für mich. Tu es für die Zuschauer. Link. Link. Alter Schwede. Ja, wie gesagt, Herzmedaillen. Die einzige Möglichkeit hier ein Herz. Ja, ich sag jetzt doch, an Herzen zu gelangen. Im Heldenmodus. Ich werde jetzt trotzdem mal eine einsammeln, einfach mal, um euch das zu zeigen, dass es mit den Herzen, dass sie denn wirklich erscheinen. Aber ansonsten werde ich den Heldenmodus ohne Herzen, das heißt auch ohne Herzmedaillen, auch ohne Lebenskraftmedaillen, ohne sonst was in Form von Herzen, Herzmedaillen durchzocken. Natürlich nur die Herztränke, die müssen sein, weil sonst bin ich echt am Arsch hier.
So, Artefakt der Göttin, dann hoch mit dir in den Himmel! Geil. Gut, soweit dazu. Ach du, das muss wieder darüber. Das war so mühsam. Komm her, Schnecki. Geh doch richtig. Du stehst mir ein bisschen doof da. Ich muss wieder darüber und wieder da und das ist so mühsam und immer über den Schneckentransport. Hey, ich mach's anders. Wie beim ersten Skyward Sword Let's Play. Ich hoffe, es klappt noch. So, hallo, Turbo? Ach, geht er noch gar nicht. Stimmt ja, aber ganz vergessen. Du bist noch die lahme Variante. So, wo bist du jetzt? Hallo? Ja. Könnte reichen. Ah, bist du fies, Mann? Sagt ausgerechnet eine Elektroschnecke. Link hoch da! Oh, Gott sei Dank, ey, Alter. So, jetzt darüber. Gut gemacht, Link. Braver Junge. Meine Güte. Dann abspeichern! Ich habe gerade noch sicherheitshalber den Safe-Stand, den Spielstand gesaved. Ich kenne noch das Problem mit meiner Wii U da. Das ist immer noch auf der Wii U, daher mal gucken. Wobei ich sagen muss, ich hatte die letzten 2-3 Tage keine Ausfälle mehr. Was aber denke ich auch daran liegt, dass die Konsole ständig im Standby-Modus hatte. Also sprich, nie irgendwie vom Stromnetz gekappt. Immer dran angeschlossen, hat natürlich ausgeschaltet, das schon, aber trotzdem immer bereit, um wieder anzuschalten. Vielleicht liegt es auch daran. Ich hatte auch schon, also seitdem ich natürlich das gemerkt habe, dass da irgendwie seit ein paar Tagen wieder alles funktioniert und so. Aber da habe ich mit einem Nintendo-Mitarbeiter gesprochen und der meint, es könnte sehr gut sein, dass bei mir das Netzteil, also nur das Netzteil selbst defekt wäre. Könnte sein. Aber würde trotzdem mir raten, die Konsole einzuschicken und dann halt das Ganze zu ersetzen. Inklusive Gamepad und Netzteil, alles drum und dran. Ja, aber wie gesagt, muss ich zuerst noch abklären, will dann noch ein schriftliches Zugeständnis haben, dass mir auch wirklich die Daten sichern, weil, ja, wie gesagt, damit Vidan, vor allem die von den ganzen Visual Konsolen spielen und Online-Daten wie Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl, also da habe ich echt keinen Bock, das Ganze nochmal nachzuzocken. So, aber dazu, genug gequatscht, aber bereits gespeichert, ja, stimmt natürlich. Hallo! Ach du Scheiße, waren das schon wieder? Ich überlege. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Ah, du grüne Neune. Ja, leck mal, Schöpli. Ja, das war das hier. Der Schneckentransport auf Reisen. Ich sag nur D-Zug. Naja, sagen wir einfach mal eine lahme Variante des Schneckentransports. Alter! Sag mal. Ich sag lieber nichts. Ah, ich will doch rammen, Kopfnuss. Aua, aua. Alter, bist du suizidgefährdet oder was ist los? Na okay. Dann eben nicht, wenn er das so haben möchte, haben wir eine Bombe. Die Frage ist bloß, wo platziere ich den am besten? Ja gut, so rüberkomme ich eigentlich recht easy, glaube ich, oder? Das Timing, Leute, ist entscheidend. Ich erinnere mich, ich hatte beim ersten Mal so lange gebraucht, bis ich mal richtig stand und... Hallo, Alter? Ja, ich bin... Nein, ich sag's lieber nicht. Mann, Käfer, Scheiße! So, jetzt muss ich darüber. Und da auf der Zwischeninsel, oder? Weil der hält ja nicht so lange, erinnere ich mich da. Und dann da via Schneckentransport weiter rüber und dann via dem und da. Das war ja so crazy. A crazy shit. Was ist denn da Schönes? Oh, das sind ein paar Sandsickern. Scheiße. Die wollte ich ja dringend, aber da sie lässt mich sicher nicht durch. Lässt er doch? Er lässt mit sich reden, was macht er da? Der treibt einfach ab, der Arsch. So, hat doch ein Problem. Genau, die hauen doch ab. Ah, einen habe ich gekriegt, eine Gerudolibelle. Von ihr habe ich glaube erst ein Stück, kann das sein? Ja, war sogar null. Ja, jetzt habe ich zumindest einen, aber die andere haut gerade ab und tschüss. Und war nie mehr gesehen. Na, ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße? Oh, da kannst du ja wieder. Hallo. So, was ist die dritte? Kommt die auch wieder? Da kommt sie ja. Da kommt sie. Noch ein bisschen näher. Komm noch ein bisschen näher. Die Bälle. Hallo, die Bälle. Haut die einfach wieder ab, das alte Arschloch. Hey. Guckt die mich 10 Minuten an und denkt, kriegst mich eh nicht. Alter, komm her. Link, du bist kein Käfersammler.
Ja, wärst ein Pokémon-Trainer, wärst du bestimmt kein Käfersammler. Das. Also keine Klassifizierung eines Käfersammlers. Mal so, komm schon. Ja, Link, ich weiß, sie kommt. Sie kommt. Ganz langsam kommt sie. Hä, da ist ja der kleine Link. Ne? Was wollen wir tun? Wollen wir ein bisschen floppen? Ja, ein bisschen floppen? Komm schon, komm schon. Ich bin da, Linky Boy, ich bin da, Linky Boy. Na, kriegst du mich? Kriegst du mich? Kriegst du mich? Okay. Ich werde von der Libelle verarscht. Kann es noch schlimmer werden? Schnecki? Libelle, komm jetzt her, Mann! Oder komm rüber. Na, was ist denn lieber? Kommst du oder soll ich? Ja, ich fang dich schon. Ich fang dich schon. Wird's dünkler? Achso, so eine Wolke. Ich dachte gerade, es wird Nacht hier unten. Ich dachte gerade, hä, WTF. Hier unten, hier im Hyrule-Gebiet, jetzt wird es dunkel. Das wäre mir auch neu gewesen. Aber ja, Skywars hat vielleicht noch ein paar Bugs mehr. Wer weiß das schon, nicht wahr? So, geht doch. Also hoffe zumindest nicht, aber man weiß ja nie. Alter! Himmelstrahl aufladen, Feuer! So, das müsste reichen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit komme ich jetzt? Dürft knappen, Mensch. Muss der eigentlich auch noch rüber? Oder gerade? Glaub nicht. Muss der rüber? Nö. Das ist keine Bombenwand. Der Frosch auch wieder ab. Sehr schön. Da muss ich auch nicht rüber. Nö. Nach da rüber, dann war's das. Ja, was ist denn die Zeit, Leute? Ach du Scheiße, schon nach 10 Minuten, wollen wir noch etwas über Zelda da wegen der View und so sagen, genau. Oh, wir kommen bereits hier weiter. Genau, in der letzten Folge hat er darüber erzählt, von wegen der Wind Waker HD, da gibt es ein Remake, bzw. eine Neuauflage, da in HD, so ähnlich wie damals bei Ocarina of Time, gab es auch in 3DS, gab es eine Neuauflage. Ja, hatten wir das von The Wind Waker, dass The Wind Waker ja eigentlich nur eine Übergangsphase sein soll, weil das nächste Zelda-Spiel für die Wii U, also wirklich das eigentliche Hauptspiel, ist im Sinne, glaube ich, bereits der 18. Titel der Reihe, weil der 17. Titel müsste dann ein 3DS-Spiel sein. Das ist bereits schon lange, lange in Entwicklung und sollte ja schätzungsweise 2014 erscheinen und wenn man den Gerüchten auch Glauben schenken mag, cool. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, soll es ja auch in der ähnlichen Grafik wie Skyward Sword sein, sprich so eine Mischung aus Twilight Princess und Wind Waker, aber einfach natürlich in HD. Bin ich aber nicht so, also ich glaube nicht, dass es wirklich so sein könnte, weil ganz ehrlich Leute, wir hatten jetzt schon, ja, wie gesagt, diesen Herbst kommt der Wind Waker und HD wieder raus und Wind Waker, ja, also ich weiß nicht, ob es so klug ist, zwei Spiele für eine Konsole rauszubringen, die dann irgendwie den gleichen Grafikstil haben, wo doch die HD-Konsole, also sprich die Wii U, doch schon so viel mehr leisten kann. Ja, also ich denke, gut, ja, wie gesagt, Skyward Sword für die Wii und dann natürlich auch Twilight Princess. Natürlich, Twilight Princess war eigentlich für den GameCube konzipiert, erschien dann nur, ja, weil es halt der erste Titel war. Der erste Titel für die Wii, aber gleichzeitig auch der letzte Titel für den GameCube erschien es halt auch noch für die Wii und daher, oh. Tempel der Zeit. Oh ja, das war so geil damals, Leute. Ich erinnere mich. Das war so hammergeil damals. Ich dachte, der Tempel der Zeit ist so Queen of Time. Jeder dritte Dungeon. Da war es da das doch nicht, aber naja. Speichern in der Wüstenschlucht. Ich überlege echt, ob ich noch kurz zurückfliegen soll zum Vulkan und mir die Flasche auffüllen soll. Geld genug hätte ich ja. Na, ich war noch ein bisschen. 3 Herzen zwar nicht so viel, aber fürs Erste muss sie erreichen, nicht wahr? So, die Zeit. Ich mache noch ein bisschen. Das ist gut so. Ja, wie gesagt, da wegen The Wind Waker und nächsten Zelda HD. Klar kann man jetzt natürlich ein Skyward Sword machen, wo irgendwie das Ganze halt wirklich HD-mäßig ist und so, wie gesagt, ähnlich wie... Und tschüss. Wie The Wind Waker vom GameCube einfach in HD aufzuwerten. Aber ich denke, eher Nintendo wird es da mit The Wind Waker. Ich denke, das war Absicht, dass sie The Wind Waker gewählt haben, um da halt mal zu schauen, ja, wie das Interesse halt bei den Community ankommt, sprich, ob die Leute das Gefühl haben, ja, gut, ein HD, The Wind Waker sieht doch noch geil aus, kann man so machen. Oder ob wir einfach sagen, nö, wir haben die Schnauze voll von diesem Cell-Shading-Mist-Dingsbums, was auch immer.
wir wollen wieder realistische Grafik haben und ob sie dann doch wieder, sagen Sie mal, so etwas ähnliches wie bei der Tech-Demo bringen. Sprich einfach Twilight Princess-Style in HD. Das fände ich persönlich geiler, aber naja, ich habe ja schon mal gesagt, von mir aus kann man gerne ein Zelda HD, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Zelda View im Skyward Sword-Style machen, kann man gerne machen, aber wenn schon eine HD-Konsole gibt, endlich mal von Nintendo, dann bitte, bitte zumindest mal ein einziger Zelda-Titel wirklich in voll auflösender Grafik, super realistischer Grafik wie Twilight Princess, das wünsche ich mir dann doch. Ja, dann erwische ich jetzt nicht mehr, bin jetzt völlig neben der Spur, völlig am anderen Thema, deshalb wird der Käfer jetzt mal den Zeitfels dort oben aktivieren. Tja, Freunde, damit auch schon zur Frage an euch, was denkt ihr dazu, zu den Gerüchten betreffend, ja, wie gesagt, da dem Grafikstil von Zelda Wii U, wird es eher wieder sowas wie der Wind Waker sein, wird es Skyward Sword sein, wird es doch wieder realistischer sein und vor allem natürlich auch, was wird euer Wunsch sein? Alter, der hält 4 Schläge aus, ich glaube es hackt. 5 sogar. Nicht schlecht, Herr Specht. Das schafft nicht jeder Trottel. Und die Ionenblume mittlerweile bereits die 8. Alter Scheiße, so viel brauche ich nie im Leben. Moment mal, doch. Ich will alle Items upgraden, sprich auch von jedem Item, auch von jedem Schild, jedem sonstigen Exemplar will ich mindestens ein Exemplar. Haha. Toller Spruch, Michael. Er möchte mindestens ein Exemplar in der, ja, Itemlager haben, um das Ganze komplett zu haben. Deshalb, ja, ich glaube, ich brauche doch so viel. Nö, geht nicht mehr weiter. Ja, schon gut. So, ja, ich überlege jetzt gerade, ich meine, ich erzähle jetzt hier gerade über das nächste Zelda-Spiel, andererseits muss ich ja noch hier ein bisschen konzentrieren. Darf man auch nicht vergessen. Aber ja, der geht schon. Ja, Freunde, soweit so von... Achso, nein, gerade da hinten auch noch einen. Ach ne, das ist der da. Die Ohrenblume könnte gebrauchen. Moment mal, bin ich jetzt ein Volltrottel oder was? Das geht doch so. Hallo, Goblin. Ah, Scheiße. Alter, du hast Elektrizität und du fürchtest dich von mir. Zurück mit dir. Geil. Der Käfer ist echt geil. So, ja, soviel dazu. Wie gesagt, was ist eure Meinung zum nächsten Zelda HD? Ich sag immer Zelda HD. Zelda Wii U Projekt. Was denkt ihr, wie könnte es da bezüglich dem Grafikstyle sein? Oder vor allem, was wünscht ihr euch? Ansonsten noch nicht so viel bekannt. Es hieß zwar, das heißt... Das war ja auch toll. Dankeschön, Käfer. Es heißt ja auch betreffend der Story das und vor allem auch der Spielewelt, dass die Größe sein soll, die es jemals in Zelda gab. Natürlich, ich meine, die Wii U-Disc, die hält irgendwie 25 GB aus von der Speicherkapazität her, ist im Vergleich mit der Wii-Disc, die hält dann nur etwa 4 GB aus. Natürlich sehr, sehr viel mehr, kann man natürlich auch sehr viel mehr drauf packen. Und es wird wieder grün. Link hat den grünen Daumen. Finger, wie auch immer. Ich überlege gerade, kann ich den schon den Jaus aktivieren? War mir doch so. War jetzt der links oder rechts? Ah, links. Was willst du, Mann? Blum. Geht doch. Dankeschön. So, einsteigen. Ja, wie gesagt, gibt es so Gerüchte davon. Und diesbezüglich. Und tschüss. Das ist offenbar... Ach so, nun Schleim. Das ist schon Monsterklaue. Verflixt und so, ich brauche wieder mal Monsterklauen. Hey, das gibt's ja wohl nicht, hey. Das gibt's ja nicht, Monsterklauen. Bloß 2 Stück. Was ist hier bloß los? Ja, wie gesagt, es soll die Spielewelt riesig sein sollen. Das sogar, glaub, der erste Anschluss soll, das soll irgendwie so groß sein wie die Hylianische Steppe in Ocarina of Time. Das müssen wir euch mal vorstellen, Leute. Und es soll auch der Wunsch seines Entwicklerteams, dass man gar nicht merkt, dass, also, dass der Spieler gar nicht merkt, dass er in einem Tempel ist, sondern wirklich, dass er da erst später drauf kommt, oh, ich bin in einem Dungeon, also irgendwie erst dann merkt, sobald er das halt das Item bekommt. Wie es auch bei mir der Fall war, wo ich da plötzlich da in diesem, also wie ich dachte, Mini-Dungeon war, da in dem dritten Tempel halt, und erst dann gemerkt habe, wo ich das Item bekam, oh, das muss ja wohl der Dungeon sein. Ach nee, Moment mal, das war erst bei der Karte war das erst, genau. Ja, sowas in der Art will Nintendo auch diesmal wieder entwickeln, dass man halt nicht mehr merkt, dass man in einem Dungeon ist. Und erst viel später, dass es nicht mehr so genau beschriftet ist. Und man will... Oh, wow, das war scheiße. Das war cool. Und Nintendo will offenbar ja auch, dass die Reihenfolge der Tempel nicht mehr so linear ist. Sprich, man soll sich auch entscheiden können, mach ich zuerst den Tempel, mach ich zuerst den, etc. etc.
Kann vielleicht eine gute Idee sein. Ich höre da was. Aber hängt, denke ich, auch immer vom Story-Modus ab. Ob das der zulässt? Naja. Mal gucken, nicht wahr? Eine Sandzikade! Wie habe ich jetzt davon? Sind auch so selten. Meine Fresse. Naja. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Ich, was mache ich jetzt eigentlich noch? Da ist wieder so ein Artefakt der Felsen. Und da ist noch ein Korone. Und was diese Korone von uns will, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Zelda Skyward Sword Hero Mode im 3 Herz. Mann, ich glaub's einfach nicht, hey. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Na, Link, was sagst du dazu? Hä? 3 Herz anstatt 6? Ist doch cool. Alter, das ist viel zu wenig, hey. Ja, hast recht, Link. Hast recht wie immer. Und trotzdem langweilt er sich. Alter, hey. Link ist echt ein Pro. Muss man einfach mal so sagen.